Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Wir spielen endlich mal wieder Railroads Online. Lange ist es her und ich bin heute nicht alleine. Ich habe Begleitung. Einerseits der liebe Nero, moinsen. Also, Moment mal, ich habe jetzt gerade nicht gehört. Bitte nochmal. Hallo. Und der Yoshi ist mit dabei. Moin, Yoshi. Hallo. Ja, ich hoffe, der Ton ist soweit okay. Ihr hört's alles. Spiel ist nicht zu laut, zu leise. Ist gleich auch für die Musik. Wenn das der Fall sein sollte, dann schreibt das bitte in den Chat. Dann passe ich das entsprechend noch an. Ja, wo sind wir? Wir sind hier bei der Kohlemine. Das ist der letzte Abschnitt, den ich jetzt hier gebaut habe. Und wir müssen hier entsprechend Schienen und die Holzbalken raufbringen. Und einerseits bei der Schmelzhütte müssen wir hier das Scheitholz hinbringen. Letzteres wird der Yoshi machen und Nero und ich werden erstmal hier zu der Mine rauffahren, beziehungsweise die Sachen hinbringen. Und ich mache erstmal den Rangierer, beziehungsweise Zugbegleiter und Nero fährt. Wisst alle Bescheid? Jo. Ja dann, los geht's. Jawohl, Sir. Nero, ich würd mal dich da mal abkuppeln. Das ist für mich jetzt schon wieder abkommen. Achso, kann man bei dir nicht ringsrum fahren? Nee. Hier ist Rangier dann gesagt. Ah, das ist ja schön. Endlich mal was Tolles. Auf jeder Map, wo ich bisher war, durfte ich immer Runden fahren und hier darf ich endlich mal rangieren. Wollen wir mal schauen, wir können dann auf dem Gleis hier rein. Ach, da ist er da. Moinsen. Mhm. Ah, ich habe nebenbei den Live-Chat mit offen. Weil ich sehe, was die Leute so schreiben. Ach so. So, dann einmal anhalten. Musik noch ein klantig leiser. So. Kannst du wieder retour? Was meinst du, der Chat? Geht das so von der Musik her? Oder doch noch mehr leiser? Passt. Sehr gut. Das hört man doch gern. Ja, da ist eigentlich der Stand von deiner Karte. Verzweifelt. Ah, oh Scheiße. Gibt es hier falsch. Ach, das hätte doch die Lok selbst geschoben. Ja, eh, aber trotzdem. Der Stand von meiner Karte. Vom Eisen? Also von der Eisenmine bis dorthin, wo ich dann eine Verbindung bauen müsste. Zur Schmelzhütte habe ich die Strecke gezogen. Mein Sägewerk habe ich fertig gebaut. Und das war es auch schon wieder. Ich habe noch nichts angeschlossen. Meine Karte ist nicht spielbar. Wenn okay. Du das meinst. Ankoppeln kannst. Gut. Also falls du wieder nachfragen willst, wie beim letzten Mal nach einem Safe Game zum Angucken. Nein. Yoshi, bei dir ist aber auch alles gut da unten. Wow, ja, was machst du? Hab ich das falsch verstanden? Nee, Nero hat gerade. So. Ah, die Wagen sind beim Holzfällerlager. Ja, ja, okay. Dann habe ich das richtig verstanden. Ja. Dachte, du meinst mich. Nee, aber nee. Ich war gerade ein bisschen im Show. Okay, Lichter hier weg. Also machst du ja eh schon. So. Ja dann, Nero, einmal ab zur Schmelzhütte. Zur Schmelzhütte. Beziehungsweise müssen wir erstmal auf die Ausweichstelle hinfahren. Und da müssen wir dann die Strecke kurz ändern. Yoshi, gib übrigens Bescheid, wenn du dann wieder zur Schmelzhütte fährst. Nicht, dass wir dann aufeinander rauffahren. Das
Selbstverständlich. Das würde doch nie passieren. Du bist doch Profi als Fahrdienstleiter. Geheim 1808, 19. Dieser da schreibt: Bin jetzt an der Schmelzhütte angekommen. Probe auf der Strecke mit Porter vor 2 und 1. Scheitholzwachen lief bergab gut. Bergauf hätte sie ihn beladen nicht gepackt. Leer schon mit Ach und Krach. Nächster Test mit 3 Wagen und Shay. Klingt doch gut. Also arbeitet ihr echt gut mit der Bremse. Weil die Kurven sind echt eng. Merk's. Deine Steigung ist auch nicht ganz ohne. Ja, er versucht es so human wie möglich zu bauen. Jetzt aber es nicht hinkriegt. Aber es sind alles gleichbleibende Kurven, also es ist nicht eine, die enger oder größer wird. Ach so. Aber es sollte eigentlich passen, dass man ohne zusätzliche Bremse runterkommt. Drei, wenn das trotz volle Bremse schneller wird. Musst du mir sagen. Ich mach den Bremse. Ja, wie gesagt, ich schrei dann. Haben wir eigentlich hier einheizen? Scheiße. Jetzt lass mich da rein. So, jetzt. Ja, da tut man einheizen. Ich habe zwar immer spekuliert, dass das nicht schön aussehen würde, aber das sieht ja tatsächlicherweise schön aus. Was denn? Das, was du hier gebaut hast, habe ich auch schon überlegt, ob ich das bauen möchte. So. Weil die Kurve mir da hinten einfach zu eng aussah. Ja, der sei echt eng. Aber ich war immer so am Überlegen, sieht das gut aus? Wenn ich mir das jetzt so angucke, das sieht gut aus. Ja, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann mache ich daraus eine Holzbrücke. Das war jetzt erstmal so. Jetzt würde die Holzbrücke nicht hinpassen, oder? Ich habe es tatsächlich nicht ausprobiert. Ach so, okay. Aber wird mich wundern, wenn es passt. Also ein bisschen schneller kannst du schon noch fahren. Ich löse doch gerade die Bremse. Oh cool, da kommt ja der Rauch raus, wenn eingeheizt ist. Ja. So einen Rauch würde ich mir bei den Dampfloks wünschen. Gut, vielleicht ein bisschen mehr, aber... Ja, die Winterlandschaft ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, andauern könnte es nicht haben. Aber man bräuchte halt echt eine Option, dass man das umschalten kann. Je nachdem, was man gerade haben will. Ich suche dir dann 4 Jahreszeiten. Ja. Wir haben ja sonst immer bloß Sommer oder Winter. Also die Frühlingsstimmung wäre doch eigentlich ganz nett. Wobei, ich glaube, Herbst wäre irgendwie schöner. Irgendwo so ein Zwischending zwischen Sommer und Herbst, das wäre schön. Ach, da liegt ein Stück Schiene. Ach stimmt, das könnte ich jetzt auch mal wegmachen hier. Ich hab's gerade gesehen. Geh weg. So. Hol mal dich da vorne ein. Joshi, was macht die Performance bei dir? Stabile 60 FPS. Ja, nicht am Rumhüpfen. Doch, ja schon. Okay. Ich wollte gerade fragen, willst du noch aufsteigen? Ja, hätte ich schon noch vor. Du weißt doch, wenn der Polar Express einmal abgefahren ist, hält er nicht nochmal an. Höchstens auf dem Rückweg. Ich sag doch mein Gott, es gibt doch 3 Jahreszeiten. Winter, Sommer mit den alten Tannen und Herbst mit den Birken und einer herbstlichen orangen Gold. Ja gut, aber da kann man ja auch sagen, ja, das mit dem Tannen ist ja dann auch Herbst. Tannen sehen jede Jahreszeit eigentlich gleich aus, wenn kein Schnee liegt. Oder sehe ich das falsch? Es ist kein ganz großer Unterschied. Aber da muss man aufpassen, am Ende von der Rampe ist eine extreme enge Kurve. Da soll es vielleicht nicht so schnell rein.
Zumindest muss ich nicht die erste Fahrt mit dir machen. Ich habe aus Staffel 1 gelernt, das ist nicht sehr empfehlenswert. Ja, das ist jetzt effektiv die dritte Fahrt jetzt hier. Ach so. Ja, dann habe ich Vertrauen in dich. Also es soll kein Baum irgendwie auf der Strecke sein. Und wenn doch, dann wird es mich wundern. Dann ist der nachgespawnt. Den hast du nicht gefällt. Der ist nachgewachsen. Der rächt sich an dir. Komm, mal schauen, was der Yoshi so treibt. Was hat denn die Shay eigentlich für eine Zugkraft? Mal nachgucken. Weil an sich finde ich die Lok ja genial, auch wenn das, wenn das nur so eine ganz kleine Shay ist. Ja, boah, Porter, Mitsunima, Eureka, Glenbrook, Climax, Heisler, Shay. Die Shay hat 5896. Okay. Die Heisler hat 13.000. Die Climax 17.000. Die Glenbrook 7.600. Eureka 5.6. Montezuma 3.6. Die, was du jetzt gerade fährst, die hat 9.368. Also die Shay ist aber schlechter als die. Da mag ich die Arbeit mit der Shay. Warum ist das jetzt so laut? Wenn ich Gas gebe. Warte, das Spiel ein bisschen leider machen. Ja, da kannst du jetzt eigentlich Stoff geben. Richtig. Was zum... Was? Okay. Was hast denn du jetzt angestellt? Warum bist du? Ich wollte mich gerade zu dir teleportieren und dann bin ich geflogen. Wo bist du hingeflogen? Wo bist du? Er ist weg. Ja, eigentlich Richtung Yoshi. Ach so. Das war jetzt cool. Komisch. In Staffel 1 hast du den Weg nicht genommen. Nee. Dachte, ich mach mal was anderes. Ah, da sind wir ja. Da kannst du mir gerade noch was beantworten. Was denn? Der vordere Wagen gehört wahrscheinlich nicht zum Zugverband, kann das sein? Nein. Gut. Der gehört eigentlich zu uns. Den kannst du eigentlich, warte, ich tue dich abkuppeln. Den könnte Yoshi mitbringen. Ja, stimmt eigentlich. Was, dann lass man dran. Oder so. Ja, gut. Kannst du eigentlich mal raus, dann mache ich dir die Weichen. Ich habe mir mal die Map ohne Bäume angeguckt. Das ist erstaunlich, wie viele Flächen du hier eigentlich hast, die du sonst gar nicht siehst, die gerade sind. Oh ja, vor allem hinten bei der Mine, da unten das Plateau. Ja. Dort unten habe ich mein Ölfeld hingesetzt. Wollt mal Abwechslung haben. Jetzt steht dort unten das Ölfeld und die Raffinerie, dort wo es, sag schon, Holzfäller nachher stand. Das muss ich auch noch machen. Wenn man da wirklich interessantere Fahrten hat. Also generell in Industrie verschieden. Und das Holzfäller nachher habe ich dorthin gestellt, wo die Raffinerie stand. Aber ansonsten, ja, das Frachtdepot rutscht dahin, wo. Ja, kannst anhalten. Bremse. Da wo das Eisenwerk ist, rutschte mein Frachtdepot hin und wo das Ölfeld war, da rutschte dann mein Eisenwerk hin. Ich glaube, wir müssen hier nach rechts. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen auf die andere Seite. Kurz
checken. Da geht's nach rechts, ja. Okay, Yoshi, kommst wieder nach hinten. Jawohl. Das ist ein längerer Zug hier. Ich würde mir fürs nächste Update was ganz Großes wünschen. Und das da wäre? Wenn du mit M die Karte öffnest. Ja. Hast du ja von mir aus gesehen jetzt rechts. Oder überhaupt auf der rechten Seite, wenn du hochfliegst. So riesengroße Fläche, die ist einfach nur flach und gerade und da ist nichts. Dass die da drüben irgendwie die Karte erweitern würden. Oder generell meine komplett neue Karte. Yoshi, langsam mal. Ich finde Kalifornien ganz schön. Also, geh mal voll in die Eisen. Voll in die Eisen? Aber jawohl. Und lösen. Okay, das war zu viel. Zu spät. Langsam nach hinten. Okay, das ist zu langsam. Noch ein bisschen mehr. So. Und anhalten. So, dann kann man hier schon mal beladen. Ich bin entgleist. Du bist entgleist? Ja. Oh was, das muss ich mal anschauen. Beziehungsweise nicht ich, aber deine Wagen sind entgleist. Holy shit, wie schaut's bei dir da aus? Das war die böse Kante hier. Welche Kante? Genau hier, wo dein Steinbahndamm anfängt, blieben die Waren stehen und sprangen raus. Okay. Aber das ist interessant, dass die Kupplungen Federungen dran haben, ne? Gut, macht das Sinn, ne? Sonst machst du das ja alles kaputt hier. Ja, macht Sinn. Nutzen haben die trotzdem nicht. Ja, okay, dann tun wir das mal hier wieder sauber machen. Auf Gleis. Achso, du machst schon. Au! Oder so. Naja, er steht. Stopp. Bremse. Ja, beziehungsweise geh du mal in die Lok und ich tu dir die raufsetzen. Ja gut, dann machen wir's so. Bei der Lok das Ding rein, so. Vielleicht über Extended erst alle anbremsen? Oh, nö. Oh, scheiße. Ich hatte Dings drin. Ich hatte was reingemacht. Beim Kabuff. Ah, ist der Stift. So, Stift ist drin. Und die nächsten hier. Jetzt muss ich das hier rausmachen wieder. Kannst du mal ein bisschen weiter nach unten? Noch weiter? Ja, ich brauche hier mal ein bisschen Platz. Okay. Ich roll. Ja, bleib stehen. Bremse ist drinne. Beziehungsweise ich kann ja da einfach zu dir runterrollen lassen. Also ich mach dann Stift und Haken rein. Ich hätte jetzt gesagt, das mache ich hier bei mir rein. Oder so. Ah, den müssen wir hier mal einbremsen, der fährt sonst weg. Dong. Hä? Warum das? Fährst du nicht? Hast du den nicht eingebremst? Ich habe eigentlich einen anderen einbremst, aber okay. Die bösen Waren, Bravura, ne? Und der nächste. Oh, scheiße, der hat was drin. Jetzt nicht mehr. Okay, also das muss ich festbremsen. Ist ja gar nichts drin. Du machst die rein.
Das geht aber nicht so schnell, wie du dich hier wieder draufsetzt. Ja, dann fahr mal ein bisschen weg. Ich lauf schon. Oh, der Mr. Floop. Moin sehen. Haben ja gerade einen kleinen Unfall aufgeräumt. Aber nur klein. Ja, da fehlt ja auch die Kupplung. Ja, ich hatte den ja extra angebremst. Ich war nicht so schnell mit reinmachen. Okay, da ist jetzt drin. Darf jetzt auch. Das sind die, die du viel zu schnell draufgesetzt hast. Ich hab doch gesagt, mach langsam, ich bin alt. Ja, dann düs nochmal. Ist schon gut. Bremse lösen. Sehr gut. Und der letzte. Ja, vielen lieben Dank für den Sub. So. Test mal, ob alles dran ist. Ja, jetzt, warte mal, ich mach mal ganz hinten nochmal die Bremse rein. Sieht aber gut aus. Ja, hängt dran. Ja, dann jetzt vorsichtig fahren. Ich bleib mal hier hinten drauf. Ich geb keinen Gas, ich roll bloß noch. Links oder rechts? Ah, ist egal, das ist nur eine Ausweichstelle. Ach so. Ich glaube, er fährt jetzt rechts, ne? Ja. Also in Fahrtrichtung rechts. Okay, also die nächsten Weichen sind schon mal geleasht. Hoffe ich, dass er das richtig macht. Was? Ist das doch nicht? Ah ja, simpel. Naja. Das ist Retro-Sieb, wenn man so möchte. Ganz, ganz retro. So, wieder ein Steinbahndamm. Luschi, bei dir klappt alles? Ja, ich bin am Beladen. Oh ja, dann. Ich weiß zwar nicht, wie der Platz nach hinten aussieht mit dem zusätzlichen Wagen. Sollte klappen. Also wenn ich mal das so in Extended anschaue, glaube ich, hast du ein bisschen Platz da hinten. Ah ja. Wenn's kracht, noch einen Meter. Aber nur eine. Ja. Also ich glaube, hier kannst du dann langsam mal rollen lassen. Das geht dann gleich auf die linke Seite. Und dann müssen wir eh anhalten und rückwärts reinfahren. Also schiebe ich dann quasi wieder. Ja. Jetzt mal. Du und deine kuriosen Bauwerke. Was denn? Ist doch schön geworden. Das stimmt. Ist trotzdem kurios. Er ist bewusst hier zweigleisig, damit man sich hier nicht den Weg rumgeht. Wenn man da mit der anderen Mine was macht. Ach so. Okay, jetzt kannst du schon mal ein bisschen langsamer werden. Beziehungsweise. Bremst schon voll ein. Anhalten. So, kannst du dann schon wieder retour. Wobei, ich werde dir mal vorne in die Bremse reinhauen, weil da wird es dann ziemlich steil. Okay. Lass mich raten, mehr als 4,5? Ja. Okay. Jedes Mal, wenn ich die Strecke baue, komme ich nämlich auf 4,5%, aber nicht drüber.
Lass rollen. Nicht Gas geben. Roll doch. Ah, okay. Jetzt glaube ich, kannst du dann gleich mal voll in die Eisen gehen. Ich sehe es einfach nur da vorne, wie bei so einer Achterbahn, wie das da runter geht. Ja, jetzt dürften es dann gleich mal ziehen. Ich hab die doch schon voll drin. Ja, dann nimm da ein bisschen weg. Bin vorsichtig. Was, wenn da ein Unfall passiert? Hast du Sicherheitsschuhe? Genau, um 1910, so um die Dreh, gab's sowas noch nicht. Haben wir hier einen Sicherheitsbeauftragten? Nee. Haben wir hier einen Ersthelfer? Bist jetzt du? Nee. Bravura, wo ist dein Ersthelfer? Das mache ich selber. Alles in-house. Ja. Achso. Firmeneigentum. Also ich habe die Bremsen voll drin. Ja, lass die auch erstmal drin. Schneller hier. So, dann mal lösen. Oder 50%. Die 49 auch? Ja, ja, einfach so, dass wir halt nicht stehen bleiben. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Ah, die schöne Brücke. Ja, so halb schön. Die müsst ihr eigentlich auch mal neu machen. So, also weniger Bremsen. Warum ist die zweifarbig? Weil ich das so. Das war ja der erste, wo ich so rumprobiert habe, dass ich da so schön machen kann. Das muss ich nochmal gerade ziehen. Ich habe die bei mir aus Stahl gebaut und habe unten die Füße. Habe ich mit dem Steinbahndamm umrandet, dass das aussieht, als würde die auf großen Fundamenten stehen. Hm, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Weil bei der Stahlbrücke brauchst du unten nichts hinbauen, die reicht bis runter. Aber ich fand einfach, das sieht nicht schön aus, wenn die Dinger einfach nur in den Boden reingehen, die Füße. Bei der Holzbrücke finde ich das wiederum okay. Ach, ich geht hier nach runter. Ja, aber auch oben war bei der Kurve ein bisschen zu eng. Achso. Also, aber ich hab mal kurz... Was? Dann hättest du auch mehr Steigung nehmen müssen. Terraforming wäre halt echt schön. Weil das kann von mir aus auch echt teuer sein. Da muss man wenigstens was zum Ausgeben, aber ein paar Sachen würde ich hier gerne anpassen. Tunnel. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt. Also, ich brauche jetzt eigentlich keinen Tunnel. Ach so. Der Zug ist beladen. Wo muss der hin? Ah, zur Schmelzhütte, da wo jetzt wir jetzt sind. Okay. Du fährst jetzt erstmal die Hauptstrecke bis dann oben, wo es dann zweigleisig wird. Da müsstest du dann mal kurz warten. Weil dann müssen wir erstmal raus, ansonsten knutschen wir uns. Radio stopp. Diese vorgefertigten Wege, wie zum Beispiel zur Eisenmine hoch. Ja. Sowas vielleicht als Tunnel, dass du irgendwo auf der Map ein Tunnel halt hast oder zwei, die einfach vorgegeben sind. Sowas meine ich halt. Man soll ja jetzt keine Tunnel selber bauen. Ich glaube, dann ruckelt das Spiel noch mehr. Gib mal ein bisschen. Also sobald Gas, du hinter der Weichen bist, anhalten. Und mach ein bisschen langsamer, weil da hinten ist dann Ende. Ich sehe es. Bin über die Weiche. Okay. Diese Weiche hier. Weißt du, jetzt wo ich aussteigen wollte, um sie zu stellen. Ich muss erstmal Holz nachlegen.
glaube, ich muss mal ganz kurz den Chat moderieren. Du kannst aber schon mal fahren. Ich muss mal ganz schnell im Chat kümmern. So, wo haben wir das denn? Wenn Sie zur Fahrtrichtung links sehen, sehen Sie ein wildes Bravura im Weichenbereich. So, bin wieder voll da. Ach so. Ah, scheiße, warte mal. Anhalten. Du fährst hier falsch. Oh. Wir müssen eigentlich auf das rechte Gleis. Warum sagst du das nicht gleich? Hab ich doch jetzt. Ich meinte, bevor wir über die Weiche gefahren sind. Ja, moin Eisklater. Schön bist du da. So, jetzt kannst. Check ich gerade nochmal den ganzen Rest. Ich glaube, Yoshi ist das, der dann die Weiche hier zuerst rein muss, ne? Also rein theoretisch könnte auch Yoshi nach unten fahren, bis zu dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, und müsste einfach da warten. Kann Yoshi zum Abladen nicht das hier reinfahren? Ja, also ich weiß ja nicht, wie du das gebaut hast. Doch, doch. Yoshi fährt dann quasi da rein, wo du jetzt fälschlicherweise reingefahren bist. Also da, wo ich jetzt reingefahren wäre, quasi. Ja. Wo ist meine Maus? Da ist er. Das ist schlimm, wenn die Maus wenigstens im Spiel einen anderen Kontrast hätte. Jetzt, wo es weiß ist, alles. Da so, da vorne ist dann der Pilotibereich. Bravura? Mhm. Warum sagt mir Railroad Extender dort vorne, wo der normale Bahndamm nach dem Steinbahndamm wieder angefangen hat, dass da noch eine Kreuzung liegt? Hä? Moment, ihr sagt mir kurz... da würde eine Kreuzung liegen neben dem Gleis. Ich guck grad mal. Genauso wie von gesehen. Das war einfach nur für mich zur Orientierung, wie ich bauen muss. Müsste ich eigentlich mal wieder wegnehmen. Wie zum Beispiel von mir aus gesehen links. Schiene ist das, was wir brauchen, ne? Ja. So, dann... Das Leben auf Twitch steht noch auf Simrail. Ja, würde ich dann gleich mal umstellen. Da bist du ein bisschen... Ja, wobei, es könnte sich ausgehen. Dann probieren. Funktioniert. Okay, geht. Kannst du mir schnell beladen? Ich muss mal schnell den Stream umstellen auf Twitch. Ja. Ich warte noch darauf, dass ich in die Kräne 4000 Dollar stecken kann, dass die automatisch beladen. Boah, ja, bitte. Oder zumindest, dass hier Arbeitskräfte stehen, die von dir pro Ladung Geld haben wollen. Ja, was denn? Pro Ladung? Das Werk wird doch bestimmt wohl einen Arbeitskräfte haben oder Azubis, die den Kran bedienen können. Ich würde den Mindestlohn geben. Weißt du, und dann gibt's so einen Festpreis pro geladenen Wagen. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal 100 Dollar, 200 Dollar. Oh, was ich jetzt nicht bedacht hab. Was? Die Schienen sind ja wesentlich schwerer als mit das Holz und so, was wir raufgebracht haben. Das ist nicht so schlimm, das schaffen wir. Das werden wir sehen, ansonsten muss Yoshi drücken. Bravura, wir haben doch am Holzfällerlager noch deine Betsy stehen. Ja, wow. Ihr bringt ja gar nichts. Das stimmt nicht. Unterschätze das nicht. Die paar Punkte haben mir schon öfters mal den Hintern gerettet. Ohne Mist, das bisschen Zugkraft hat mir letztens gefehlt. Hab ich getestet was. Und da bin ich auf einer Steigung stehen geblieben und hat mir genau die Länge von einer Mogul gefehlt, um da hochzukommen. Da habe ich eine Betsy geholt.
Dann hab ich mich da hochgezogen. Da hat mir echt nur so ein bisschen gefehlt. Das Bewerbung zur Ausbildung. Name Horst Bürstig, 86 Jahre alt und voll motiviert. Ah, ich weiß nicht. Bisschen zu alt, hä? Hat er im Lebenslauf wenigstens stehen 86 Jahre Berufserfahrung? Ah, die alten Leute können wir ausnehmen. Das hast du jetzt gesagt. Ich weiß. So, was wiegt das Ganze jetzt? 9 Tonnen pro Wagen, holy shit. Ja, das kann was werden. Das ist machbar. Ja dann, zieh mal. Zieh doch schon. Kann bei dir hier dann zufälligerweise nicht umsetzen, oder? Doch. Aber ich stehe ja mit dem Kabuff jetzt schon so in der Weiche drinne, dass ich nicht fahren könnte. Weil ich den Kabuff dann wegschieben würde. Beziehungsweise, was? Fahr nochmal zurück. Es macht eh Sinn, dass du jetzt hier nochmal umsetzt, damit wir ein bisschen mehr Platz haben da hinten. Komm, schiebe. Ja, ich glaube, Ah, da oben ist der Yoshi! Siehst du? Wo? Da oben. Stimmt, weiter Ferne. Ah, den kann ich nicht sehen. Aus irgendeinem Grund ist das bei Railroad so, dass der Horst nur so eine extreme Sichtweite hat. So. Weg mit dir. Warte, das Ding bremsen wir mal an. Aber er braucht nicht schon bremsen. Ups. Falsche Richtung. Ach, warte mal, kommst du hinten überhaupt wieder rein? Ja, gerade noch so. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und wenn ich abschleppen muss. Oh, das wird ja... Oh, shit, das wird ziemlich knapp hier. Mach mal lieber langsam. War mega knapp. Ich behaupte einfach, du solltest die Weiche noch mindestens 2 Meter nach hinten setzen, dann passt das. Aber das ist doch schön hier. Du, ich sag ja nicht, dass es nicht schön ist, aber zum Umfahren ist es vielleicht etwas... Wie nennt man das? Kuschelig? Falsch bemessen worden. So, da. Retour mit dir. Zug 3 an FTL. Wie sieht's mit der Einfahrt aus? Mein Game ist gecrashed. Was? Mein Game ist gecrashed. Ah, dann sollte ich vielleicht mal die Lok hier anhalten. Das wäre sinnvoll. Ich habe die zwar schon runtergedreht gehabt, bevor es gecrashed ist, aber es ist gecrashed. Hallo, Lok? Hallo? Kannst du nicht übernehmen? Sollen das? Ah, jetzt. Ach, Mann. So. So, jetzt schauen wir nochmal schnell wegen der Einfahrt. Yoshi ist da oben. Ja, Yoshi, fahr erstmal runter. Und wenn du dann unten bist, dann kommst du in so eine kleine Dreierabstellung. Da musst du dann... Also, wenn du dann da bist, gib Bescheid. Jo. Ich habe ja noch einen Wagen für euch. Stimmt. Ja, den können wir dann in der Abstellung dann tauschen. Achso, ich muss ja hier noch weiter nach hinten. So. Wenn der Wagen dann dort dranhängt, dann ist das mit dem Umfahren auch nicht mehr möglich, ne? Nee. Fällt mir gerade so ein. Ich und Passwörter? Ja, ist richtig geschrieben. Reicht das? Mal schauen. Nö, da brauchen wir noch ein bisschen. Jetzt.
Jetzt soll's aber gut sein. Ich komme gar nicht rein mehr. Beim Verbinden crasht mir das Game. Okay. Aber ich sehe dich in Game. Hauptsache, du siehst mich, ne? Oh, jetzt ist er weg. Ich kann's ja nochmal probieren. Die guten Dinge sind drei. Moment mal. War das nicht mal so ein Issue mit Railroads Extended bei diesen Crashes? Ich weiß nicht. Hat der Daniel mal was davon erzählt? Wir hatten mal das Gespräch, dass das vielleicht Railroads Extended sein könnte. Beweisen konnten wir es nicht. Wir konnten aber auch nicht beweisen, dass es nicht dran schuld ist. Okay. Am Ende haben wir einfach ich komme nicht rein. Ist tot. Am Ende haben wir einfach immer wieder das Spiel neu gestartet, wenn's passiert ist. Und dann ging das wieder eine Weile. Aber das im Stream jedes Mal neu starten ist auch ein bisschen mies, ne? Aus der Client City vom Host beladenen Wagen crasht. Meinst du, dass er dann besser, wenn ich da wegfahre? Ich kann ja warten, bis du weg bist. Ja, ich mach die Wagen jetzt mal hier kurz fertig und dann fahre ich mal ein bisschen nach hinten. Schauen, ob das einen Unterschied macht. Weißt du, da gucke ich mir jetzt erstmal über Extended deine Karte an, screenshotte alles ab, was ich nachbauen möchte. Wobei, Charlie 2 meint, da hilft nur ein Neustart. Solltest du trotzdem warten, bis Yoshi unten in deiner Abstellung ist. Ja, klar. Ja, weil sonst ist hier Achterbahn. Naja, du könntest ja den Zug anbremsen. Auf dem Berg. Ja, nee, erstmal runterfahren. So. Die nächsten zwei Wagen sind fertig beladen. Yoshi fährt da gerade in die Abstellung. Ah, wir könnten da hinten die Bremse nochmal lösen. Ja, das wird die Lok niemals schaffen, da hochzufahren, wenn das hier alles geladen ist. Bravura, das Chef, die Lok. Vertrau der. Nee, das tue ich nicht. Kein Vertrauen. Nein. Warum? Wir brauchen mehr Schmackes. Naja, dann müssen wir eine Climax kaufen. Ich habe kein Geld. Ich bin noch arm. Ja, Bravura, wir könnten ja auch eine Shell kaufen. Die muss Kraft haben. Ich meine, was macht der Kontostand? 2700. Nein, damit kannst du nichts kaufen. Also nichts Sinnvolles zumindest. Da musst du Schwung holen. Ja. Es ist keine so gute Idee bei der Bergstrecke. Also bei den Kurven zumindest nicht der Haupt. Bravura. Du musst bloß deine Drehscheibe so drehen, dass wir richtig bis an den Prellbock hinten rankommen und dann haben wir genug Schwung. Joshi, stehst du schon wieder? Ich bremse kurz den Wagen an. Okay. Und manövriert den Wagen für euch da raus. Ich beobachte ihn dabei. Lass es. Mein Extender ist sowieso auf dein Metal-Kicken fixiert. Muss es sein? Das weiß ich nicht warum. Seit ich rausgeflogen bin, ist das so. Ich guck dir schon seit dem Zeitpunkt eigentlich auf Extender zu. Das ist kurios. Aber ich glaube, du musst da nicht alle Wagen einbremsen.
sicher ist sicher. Warum also wenn, dann gehe ich meistens her, mach den ersten und den letzten, das reicht meistens. Afura, sind bloß die fünf ersten. Oh, das Beladen ist so monoton. Ich vermisse die Zeiten von Minizerg, wo man die Wagen einfach beladen konnte. Nee, das macht ja keinen Spaß. Ja, ich bin immer so hergegangen, ich habe die ganzen Wagen beladen und das, was ich dann quasi beladen habe, habe ich dann via Minizerg bei der Industrie abgezogen. Damit es noch fair ist. Ach so. Ich habe damals über das Minizwerk, weil ich wissen wollte, wie von der Schmelzhütte dort unten, wie das aussieht, wenn du das Eisenerz voll machst auf 100%. Ja. Habe ich das einfach mal voll gemacht. Ich war ziemlich erschrocken, was für ein Riesenberg das eigentlich war. Oh ja, der kann echt groß werden. So, die letzten zwei Wagen. Ja, wobei, einer fehlt noch von Yoshi. Soll ich den gerade dran machen? Den könntest du eigentlich dann zu mir herbringen, da muss ich aber erst die Lok umsetzen. Wisst was das? Ja, doch, machen wir das jetzt gerade mal. Abkoppeln. Oh, bitte schmeiß mal jetzt die Lok nicht weg. Okay, hat funktioniert. Okay, Weg ist frei für dich. Jo, bin im Anflug. Was, Flop, wir schieben von hinten per Hand, da muss man wohl noch etwas bremsen, sonst wird es zu schnell. Ein paar Tonnen mit der Hand anschieben. Wir haben doch ein Handcar. Das kostet doch nicht so viel, das können wir uns leisten. Weißt du, was richtig monoton ist? Was denn? So ein Boxcar mit 32 Kisten zu beladen. Ja, stimmt, das ist doch viel schlimmer. Und dann brauchst du am Ölfeld noch nicht mal so viele. Also ich glaube... Ah, mach mal langsamer. Ja, raus hier wieder. Wahnsinn. Ja, ich verabschiede mich da mal in den Crash. Was, du jetzt auch? Ja, okay. Warte mal, schnell einbremsen und dann starte ich mal kurz durch. Hallo. Ach, ich kann sie nicht übernehmen, solange der Yoshi hier drin ist. So. Kannst du nicht übernehmen. Oh Mann, ey. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz in den Pause-Screen. Wir machen aber keine Pause, ich tue nur kurz durchstarten. Nein! Hat Fuck. Da jemand nicht gespeichert? Ja. Fuck! Nein! Moment mal, jetzt muss ich mal. Ich schau mal, ob das Autosave an war. Müssen wir jetzt ernsthaft den ganzen Weg wieder runterfahren? Na, bitte nicht. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.